Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich glaube, diese Seite hat einiges nicht richtig verstanden. Hier wurde gerade erzählt, die Bundeswehr wird ein Söldnerheer, die für wirtschaftliche Interessen in irgendwelchen anderen Ländern die Ressourcen sichert. Gleichzeitig hat diese Seite aber behauptet, dass das auch zu einem großen Widerstand der Bevölkerung führen würde, dass das auch niemand will, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir doch schon den Widerspruch, den diese Seite mit ihrer Argumentation aufgesessen ist. Entweder die Bundeswehr wird zu einem Söldnerheer und alle im Staat sind plötzlich dagegen, dass sowas gemacht wird, meine Damen und Herren, oder sie wird es nicht, weil eben im Staat alle dagegen sind, meine Damen und Herren. Niemand will Krieg, das sagt diese Seite hier doch auch. Aber als Ultima Ratio, wenn unsere Ressourcen eben ja, uns ausgehen, dann, nur in diesem Falle, dann sollte Krieg geführt werden. Und das bedeutet, dass das Volk auch dafür sein muss. Denn die Regierung, das hat die erste Regierung von unserer Seite gezeigt, die Regierung muss ja zustimmen. Und wer ist die Regierung? Das ist die Vertretung des Volkes. Meine Damen und Herren, diese Debatte wird sich an einer Frage entscheiden. Was sind Sie bereit aufzugeben und wie weit sind Sie bereit zu gehen? Meine Damen und Herren, hier wurde immer rumphilosophiert auf dieser Seite. Die Moral. Ja, was ist die Moral? Gibt es den gerechten Krieg? Ja, da streitet man sich seit über 2000 Jahren überhaupt. Das, was diese Seite hier will, das ist Realpolitik, meine Damen und Herren. Wenn Sie es gut haben, dann können Sie sagen, ja, ich bin gegen Krieg, ich bin gegen Gewalt. Wenn es Ihnen gut geht, dann sitzen Sie in Ihrem Polstersessel und erzählen was von Moral. Aber wenn es Ihnen schlecht geht, meine Damen und Herren, dann sprechen wir uns bitte wieder. Und dann möchte ich sehen, wie Sie dann darüber reden. Diese Seite hat gesagt, wenn Deutschland wirklich unter Druck gerät, wenn unsere Existenz hier gefährdet wird, wenn jemand einen Angriff auf unser Land durchführt, einen Art wirtschaftlichen Angriff, wenn wir wirklich Schaden nehmen, dann sagen wir, dann hat die Regierung die Möglichkeit, den Krieg zu erklären. Jetzt hat er mir erzählt, ja, einzelne Unternehmen werden doch auf die Regierung Einfluss erleben und dann werden wir plötzlich überall Krieg führen. Ja, Messi, wenn das so ist, dann wäre auch dein Kostenargument wichtig gewesen. Aber der Fall, der hier dargestellt wurde, meine Damen und Herren, das ist doch der Fall, wo wir alle betroffen sind. Wo der Staat als Ganzes getroffen ist. Nein, danke. Wo wir vom Öl abgeschnitten werden, meine Damen und Herren. Stellen wir uns das einfach mal vor. Jetzt wird der Ölhahn abgeschnitten. Ja, da sagt dann diese Seite hier, ja, dann können wir halt kein Auto mehr fahren. Nein, das reicht nicht. Dann können wir nicht nur kein Auto mehr fahren und unsere eigenen angebauten Kartoffeln essen. Meine Damen und Herren, der gesamte Transport in Deutschland wird zusammenbrechen. Wenn Sie nicht zufälligerweise bei einem Bauernhof, einer Mühle und einem Bäcker wohnen, dann ist das mit dem Brot. Dass eben nur die Wohlhabenden sich das leisten können. Und was passiert dann? Die Regierung hat es Ihnen gezeigt, meine Damen und Herren. Was passiert, wenn der Staat nicht mehr das Überleben seiner Bürger sichern kann? Wenn er eben nicht mehr dafür sorgen kann, dass wir alle gut leben können, meine Damen und Herren. Und das hat Philipp Ihnen gesagt. Das ist die Abwägung zwischen den Prinzipien und dem Überleben. Es sind Fragen, wie weit sind Sie bereit, mit Ihren Prinzipien zu gehen? Wie lange stehen Sie für diese Prinzipien ein? Wenn die Regierung die Hände in den Schoß legt und sagt, okay, hier geht's einschlechend, die Arbeitslosigkeit klettert auf 60% höher, meine Damen und Herren. Es gibt keinen Transport mehr, die Lebensmittel kommen in strukturschwache Regionen eben nicht mehr so gut rein. Meine Damen und Herren, was passiert dann? Dann wendet man sich vom Staat ab, weil man sagt, dieser Staat kann mein gutes Überleben, nein, danke, nicht mehr sichern. Dann wendet man sich vom Staat ab und dann geht es los mit Plünderungen, dann gibt es Revolten, das hat die erste Regierung hier schon angerissen, meine Damen und Herren. Dann passiert sowas, dann wenden sie vom Staat ab und sagen, dieser Staat kann doch überhaupt nicht mehr für mich sorgen. Und da hat diese Regierung doch den Antrag gesagt, wenn es diesen Fall gibt, wenn es diesen besonderen Fall gibt, dann, auch dann, soll die Regierung eben noch für das Überleben der Bürger sichern können, sorgen können. Dann soll sie es sichern können, dann soll sie sagen, okay, nein, danke, wir sorgen für unsere Bürger, auch wenn es uns schlecht geht. Und dann stellen wir die Prinzipien hinten an und sorgen erstmal dafür, dass es uns besser geht. Meine Damen und Herren, hier wurde viel über Prinzipien rumphilosophiert. Sie kennen vielleicht Sokrates. Der hat aufgrund seiner Prinzipien einen Schierlingsbecher getrunken. Sie kennen vielleicht auch Aristoteles. Aristoteles, nein, nein, hat sich davon gemacht, angeblich mit dem Ausspruch auf den Lippen, er wollte es den Athenern verwehren, sich ein zweites Mal an der Philosophie zu versündigen. Meine Damen und Herren, sind Sie eher Aristoteles oder sind Sie eher Sokrates? Das ist die Frage, meine Damen und Herren. Sind Sie bereit, den Schierlingsbecher zu trinken? Sind Sie bereit zu sagen, okay, ich verzichte auf meinen Lebensstand, ich verzichte eventuell auf mein Überleben aufgrund der Prinzipien, die diese Seite hier so hoch gehalten hat? Wenn Sie dazu bereit sind, okay. Und genau das ist die Frage, die sich die Regierung stellen muss in diesem Fall, nämlich im Fall des Krieges. Die Regierung, die ja darüber entscheidet, ob Krieg geführt wird oder nicht, muss sich die Frage stellen, sind wir bereit dazu oder nicht? Und da die Regierung, nein, danke, das Volk vertritt,
wird sie dem Volk entsprechend handeln. Die Regierung wird genau das tun, wo das Volk steht, meine Damen und Herren. Danke, Philipp. Ich komme mal kurz zu dir. Du hast mich Hobbs angerissen, das war ein Eigentor. Hobbs, ich mach das mal ganz kurz. Hobbs geht vom Krieg aller gegen alle aus, dann wird der Staatsvertrag geschlossen. Der Staatsvertrag soll das Überleben des Einzelnen sichern, meine Damen und Herren. Und gerade Hobbs sagt auch, dass ein Krieg richtig ist, wenn man damit das Wohl des Volkes sichern kann, meine Damen und Herren. Spricht Hobbs, den du in die Debatte eingebracht hast, dir ist mir gar nicht eingefallen. Er spricht für unsere Seite, meine Damen und Herren. Wir haben gesagt, unsere einzige Pflicht als Staat ist es, für unsere Bürger da zu sein. Aber gibt es irgendeine plausible Norm, die uns erlaubt, in der Erfüllung dieser Pflicht das Recht anderer Staaten, diese Pflicht gegenüber ihren eigenen Bürgern wahrzunehmen? Gibt es irgendeine vernünftige Norm, die uns erlaubt, unsere Rechte über die Rechte anderer zu setzen? Genau das ist die Frage. Diese Norm gibt es nicht. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es, setzen wir uns über diese Norm hinweg, setzen wir uns über die Prinzipien, die wir haben, hinweg mit diesem Antrag. Erlauben wir der Bundesregierung, sich im Notfall, wenn das Volk dafür ist, im Namen des Volkes, sich über diese Prinzipien, die wir haben, über diese Normen, die wir haben, hinwegzusetzen. Genau das, Philipp, ist die Frage, die es heute hier zu entscheiden gilt, meine Damen und Herren. Was habe ich Ihnen gezeigt? Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir abhängig sind von vielen Dingen wie Öl, seltene Erde, Gas. Es gibt viel von dem wir abhängig sind. In Deutschland haben wir nun mal recht wenig Bodenschätze. Und wenn dieser Worst Case, ich glaube nicht, dass der in den nächsten Jahren eintritt, und ich glaube, das glaubt hier keiner, wenn dieser Worst Case irgendwann eintritt, dann sollten wir handlungsfähig sein. Und alles, was dieser Antrag fordert, ist, dass die Regierung in dem Falle handlungsfähig ist. Dass die Regierung in dem Falle sagen kann, wir vertreten die Interessen unserer Bürger, so wie wir es tun, und wir erklären in diesem Falle den Krieg, um uns Zugang zu den Ressourcen zu sichern, meine Damen und Herren. Im Worst Case, dann, im schlimmsten Fall, wo das Überleben in Frage steht, da ist die Ultima Ratio vielleicht der Krieg. Und genau dann soll die Regierung handlungsfähig bleiben. Die Regierung soll in der Lage sein, darüber abzustimmen, ob ein Krieg geführt wird oder nicht. Wie das mit der Moral ist, es gibt ja keine moralischen Normen, meine Damen und Herren. Sie müssen für sich entscheiden, ob Sie überleben wollen oder nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, geben Sie der Regierung die Chance, darüber zu entscheiden zu können, darüber, ob ein Angriffskrieg geführt werden kann oder nicht. Und deswegen, damit die Regierung handlungsfähig bleibt, für diesen Antrag. Vielen Dank. Thank you.